So, jetzt hat er Hunger. Kämpfen. Gegen Lenny Mokrowitz. Und auf geht's. Ich habe gar nicht auf die Werte geguckt, ehrlich gesagt. Scheiße. Oh Mann, er gibt uns direkt hart. Gesundheits... er hat wieder eher mit dem schnellen Boxdingern hier. Wir haben aber schon mal gegen die beiden gekämpft, ehrlich gesagt. So, da kriegt er eine 20er Kumme ins Gesicht. Rico macht das hier relativ anständig. Kriegt aber hier auch hin und wieder was auf der Mappe. Aber er kann sich relativ gut wehren. Die Energie vom Gegner ist schon recht niedrig. Oh, Glück gehabt, dass jetzt die Runde vorbei war, denn seine Energie war unten. Naja. Eigentlich könnten wir den auch austauschen, weil er ja auch negative Effekte hat. Direkt auf die Matte geschickt mit einem richtig harten Haken. Sehr schön, direkt ausgewichen. Und ja, wieder auf dem Boden. Ich glaube, von dem haben wir erstmal genug gesehen. Na los, Rico. Zauber ihn nochmal mit deinen wunderbaren Bewegungen auf die Matte. Im Moment wird er schlampig, ne? Im Moment. Aber wir müssen mal gucken. So, jetzt kommt der ultimative Kickstorm auf ihn drauf. Zack, 12, 16, 20, 23, 27 prügelt er sich selber rein. 17 nochmal. Finish him. Sehr geil, du gewinnst. Nächster Fight gegen Rey Mysterio. Und der ist ja der Schnelle gewesen. Das heißt, hier können wir durchaus auf die... Geschick ist ja treffsicher. Ja, genau treffsicher wie wir. Was ich nicht ganz verstehe, aber okay. Hier. Ausdauer und Geschick, das sind ja so seine Sachen. Die können wir ihm damit runterprügeln. Und das wollen wir tun. Wir wollen ihm natürlich wieder ein bisschen dezimieren, damit wir mit unseren Schlägen härter und besser treffen können und seine Schläge weniger hart und effizient sind. Und wir sehen, im Moment geht das eigentlich noch gut auf. Bam, bam, bam. So, wir sehen zwei gegen... Na, eins. 48, die Energie geht von ihm auf jeden Fall relativ gut runter. Er trifft nicht und trifft sich ständig selbst. Das ist das Gute. Er hat eine hohe Treffsicherheit. Aber je höher seine Treffsicherheit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich durch unseren Gegenschlag eben auch selber verletzt. Und naja, wir müssen mal gucken. Die erste Runde ist vorbei. Wir sind... Oh, direkt auf die Matte geschickt. Schön. Wir waren ja noch gedamaged aus der letzten Runde. Das heißt, im Moment sieht es eigentlich gut aus für uns, energietechnisch auch. Wir nehmen, ja komm, wir nehmen wieder beide Tritte rein und gucken einfach mal, dass wir das Ganze schnell über die Bühne bekommen. 17, 7, 8, 5, 11 und oh, 16 wieder auf den Boden gescheppert. Und er tritt einfach weiter auf ihn drauf. Kaum steht er, haut er ihm wieder die Dinger da ins Gesicht. Er ist ein Trommelfeuer der Füße hier gerade. Zack, wieder auf den Boden und er hat noch 10 Leben. Und Runde 3, hat er sich in die Runde 3 gerettet. Wenn er Pech hat, liegt er direkt am Anfang. Noch nicht mal die Zeit ging los. Direkt Runde angefangen, direkt unten. Also, das ist im Moment relativ gute Leistung von uns. So, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Und essen. Und wir essen. Und wir schlafen jetzt nicht, weil wir verliebt sind. Das wäre vertane Zeit, ehrlich gesagt. Nein, wir gehen nicht schlafen. Wir gehen pumpen. Wir sind verliebt, wir gehen pumpen. Wir wollen noch stärker werden. Wir müssen unser Ziel im Auge behalten. Die Gegner, die wir jetzt haben, das sind nicht die Gegner, gegen die wir kämpfen wollen. Wir haben anderes vor Augen. Wir haben andere Ziele. Das ist nur eine Zwischenstation. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu schaffen, was wir uns die ganze Zeit vorgenommen haben. Aber unsere Ziele gehen natürlich weiter hinaus. Und deswegen müssen wir hart an uns arbeiten. Und gerade der Verliebt-Bonus bringt uns jetzt hier so einiges an nach vorne. Jedenfalls hoffe ich das. Ich sehe hier schon eine 15 stehen. Das wäre eine wunderbare, wunderbare, hübsche Verbesserung unserer Stats. Schön, die 15. Ich glaube, Ausdauer können wir dann langsam auch wieder nachziehen. Was bringt eigentlich der Boxsack? Ah, alle drei, aber hauptsächlich Geschick und Ausdauer, das ist schon mal gut. Okay, sehr gut. Morgen ist der nächste Amateurliga-Kampf. Gegen wen? Gegen Gordon wieder. Auch Freunde. Mr. Gekuse gegen Punches. Wieso dürfen die gegeneinander? Egal. Mr. Gekuse muss verlieren, wir müssen gewinnen.
Und dann haben wir den ersten Platz. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, so einfach wird das nicht. Ich glaube, wir müssen uns da noch ein bisschen länger durchbeißen. Das ist der Preis, den wir jetzt eben dafür zahlen, dass wir so eine lange Pause gehabt haben. Aber wir sehen, die Pause haben wir gebraucht und die Pause tut uns gut. Die Pause hat uns sehr gut getan. Wir sehen, wir sind spitze in Form. Wir übertrumpfen im Moment alles. Und ja, ehrlich gesagt, sehe ich das Potenzial für kommende Kämpfe. Und wir könnten es eventuell nochmal versuchen, eine Pizza spezial zu bestellen, fällt mir gerade ein. Da haben wir ja noch eine Rechnung offen. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Aber ich will wirklich die Zeit hier nutzen. Ich will die Zeit nutzen zum Hardcore-Trainieren. Mit den Kräuterschnäpschen auch zwischendurch noch. Wir sehen ja, wie lange wir hier trainieren können. Mit vollem Magen. Wir haben alle Geräte, die wir immer benutzen. Von dem ist uns schon langweilig. Hier geht's wieder. Das heißt, das hat sich komplett regeneriert, während wir hier oben trainiert. Es ist geil. Es ist richtig gut. Ich habe da richtig Spaß dran gerade. Wir machen richtige Fortschritte. Man sieht am Ende des Tages, was passiert ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, jetzt hat er Hunger. Dann müssen wir erst in den Laden was kaufen. Wir haben nämlich nichts mehr im Kühlschrank. Dann gib uns mal so ein paar Schweineschichten her. Ah, wir haben noch eins. So, ab nach Hause. Wir sind noch 2 Tage verliebt. Zwei davon. Müde sind wir noch gar nicht. Und jetzt können wir erstmal zu Hause ein bisschen. Jetzt können wir hier zu Hause so die Feinheiten. Wie ist hier? Okay, da ist fast low. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Dann laufen wir mal, dass wir die 11 noch kriegen. Morgen ist der nächste Kampf und morgen ist der letzte Tag, an dem wir verliebt sind. Ich weiß nicht, müssen wir dann sofort zu der wieder hin und ihr wieder Honig ums Maul schmieren oder wie ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir werden es herausfinden, auf jeden Fall, weil ja, wir haben da richtig, wir sind richtig gerade gut, wir machen hier den raketenhaften Aufstieg. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Ob das alles so stimmt, ist eine andere Sache. Ich glaube eigentlich nicht dran. Also ich glaube schon, aber ne, na, ihr wisst schon Bescheid. Hoffentlich. Ich würde sagen, Gordon 366. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einem neuen Amateur-Liga-Kampf. Wir sehen in der linken Ecke Rico Riva und in der rechten Ecke Gordon. Und viele Kritiker machen sich im Moment über die Szene, über diese Liga. Na, jetzt reißen sich das Maul. Einfach, weil die Kämpfe im Moment ziemlich unausgewogen scheinen, beziehungsweise es gibt einen Top-Kampf, den wir jede Woche sehen. Das ist der Kampf zwischen Mr. Kekuso und Sanchez. Und dann sehen wir eben die anderen Top-Kämpfer, sowas wie Rico hier, der sich hier durchprügeln muss. Doof gesagt, aber wir sehen das hier auch in der ersten Runde, wie er sich direkt den starken Vorteil einfach erkämpft, indem er einfach ganz locker seine Bewegungen durchgeht und trotzdem den Gordon direkt in der ersten Runde auf die Matte schickt. Der Junge, der ist jetzt schon fertig. Der pustet, der pumpt. Ich weiß nicht, wie der Coach ihm jetzt in der Ecke in der Pause die Zähne wieder ins Gesicht puzzeln will. Und das ist so die Sache. Wir sehen es hier. Wir können hier nochmal in der Analyse-Ecke 2 zu 3 ist in Ordnung. 14 zu 6 und 11 zu 6. Also da ist einiges an Unbalancing, wie man so schön im Englischen sagt, gerade in der Liga unterwegs. Aber mal sehen, wie lange noch, denn das Ganze funktioniert ja nach Punktsystem. Und dann liegt Gordon wieder auf dem Boden. Wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sind heilfroh, dass sich dieser Rico hier wieder nach oben kämpfen konnte, nachdem er ja wirklich lange, lange einfach nur Pech hatte, am Boden lag und sonstiges. Okay, nächster Toast. Wir, rote Turnschuhe. Ja, es wäre, wir laufen nur, das wäre eigentlich schon geil. Hier, schnelle Reaktion. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffen erfolgreich ausweist, erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Aber wir haben einen sehr guten Energieregeneration. Weg des Tigers, wir wollten das auf jeden Fall nicht machen und wir brauchen auch den hier. Also gehen wir auf jeden Fall auch hier unten lang und wir brauchen sogar den scharfen Stich. Der Gegner blockt weniger effektiv. Das ist auch geil. Was haben wir hier? Schlagmodifikate. Deine Schläge können bis zu 40% der ausdauerbedingten Verteidigung deines Gegners ignorieren. Crossroads. Gegenangriff verursacht Schaden beim Gegner. Das ist ersetzt aus... Oh, schön. Anstatt ausweichen, Schaden machen.
Dann würde ich sagen, Karate High Kick, Schlaghagel, Abwehr deines Gegners ist zu 25 weniger effektiv. Was haben wir hier? Windstrom ausweichen. Kostet weniger Energie, ist aber auch geschickabhängig. Ich glaube, da würde ich lieber das machen. Aber wenn wir hier oben gehen, haben wir Fall nicht hin. Und da geht unser Geschick nicht runter. Aber im Moment haben wir die Gefahr nicht, dass es runtersinkt. Es ist schwierig. Reisesser wäre natürlich geil, dass wir schneller Geschick trainieren und Kickdropper für mehr Schaden. Und dann können wir auf Geschicklichkeitstraining gehen. Also den Weg können wir auch nehmen hier oben. Also nehmen wir doch Windstrom ausweichen. Schade eigentlich. Aber ja, ehrlich gesagt, mein Gott. So ist es geschickabhängig, wie gut wir ausweichen. Von daher, Karate High Kick für den hohen Tritt ist auch schon mal gut. Und wir sind immer noch Rang 2. Wie sieht's aus? Mr. Kikuse hat gewonnen und hat immer noch 70 Punkte knapp Vorsprung. Egal. Wir machen einfach weiter, melden uns ganz tapfer für die Kämpfe an. Wir sind noch verliebt, haben noch, wir sind noch gut im Futter, sag ich mal. Also gehen wir wieder trainieren. Direkt nach dem Kampf weiter trainieren, Alter. Im Moment lebt Rico das Leben eines Kämpfers. Er kämpft, er trainiert und fertig. Für Miki brauchen wir gar nicht mehr arbeiten, weil wir uns die Kohle durchs Kämpfen verdienen. Man muss ganz klar sagen, die Ultimate Fights, die bringen so viel Geld ein, aber man hat auch gleich zwei Gegner auf einmal. Also verstehe ich da schon, dass da auch mehr Geld rüberkommt am Ende des Tages. Finde ich aber auch echt geil gemacht. Nur einen Tag nur noch verliebt. Dann müssen wir mal zu ihr gehen und sie mal bezirzen weiterhin. So, den Wert kriegen wir noch auf 15. Sehr geil. Und wenn wir die Ausdauer auf 13 haben, können wir überlegen, ob wir Stärke auf 3 noch hochkriegen. Aber ja, ich werde erstmal, ich bin da vorsichtig, wie gesagt, wir sind gerade gut. Und je mehr Geschick wir aufbauen, desto mehr geschickter sind wir. Was? Okay, lassen wir das jetzt gehen, dann geht der Wert wieder runter. Aber was soll's, wir gehen erst nach Hause. Genau, zack, heute ist der nächste Ultimate Fight. Und den nehmen wir auch mit. Ich will nur eben schnell was essen. Und einen Kräutertrank schlucken. Und dann will ich hier zu Adrian. Und gucken, ob wir den Verliebt-Buff direkt verlängern können noch. Ich will sie nicht mit dem ganzen romantischen Zeugs nerven. Sie scheint auch so sehr glücklich zu sein. Oh, du bist so ein Affe. Plaudern. Hallo, Pocoyo. Hallo und herzlich willkommen bei dem kleinen Live-LP. So. Wir labern so ein bisschen, dafür kriegen wir Spaß. Aber Hunger und Energie geht weg. Wir sind noch verliebt. Ja, es ist komplett wasted gewesen. Egal, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Und optimalerweise prügeln wir uns jetzt das nochmal wieder auf 15 und 11 hoch. Wir müssen nur gucken, wie, welches Training jetzt am effizientesten wäre. Ich glaube das hier und dann Wing Chum hier. Damit wir die Werte alle gleichzeitig hochkriegen. Auf die Gefahr hin, dass wir eben dann auch Stärke 3 kriegen. Aber ich glaube nicht. Rico trainiert da schon sehr effizient, was das angeht. Komm schon. Und 15-11 so. Und ab in den Ultimate Fight. Das könnte fast der letzte sein.